Ja, willkommen zurück. Es geht weiter. Wir gehen die nächste Seele retten. Wir brauchen nämlich noch einen Seelenstein, einen Hammer schon. Und der junge Mann hat uns gebeten, seine Frau zu retten, die gerade auf dem Scheiterhaufen steht und darauf wartet, dass es warm wird. Das wollen wir natürlich verhindern und deswegen gehen wir jetzt mal in die Stadt. Ja, da sind wir schon. Sie ist noch ein bisschen verwirrt. Sie guckt sich noch um. Und der junge Mann ist der nächste Gangster. She murdered my wife. Lured her into the swamp and done something to her. Before Mary, two others disappeared. She'll be burned tomorrow. Aha, sie wird also beschuldigt, junge Frauen ins Moor gelockt zu haben, um sie zu ermorden. Er steht dann wahrscheinlich Wache, beziehungsweise er schläft Wache. Jetzt gucken wir mal, was sie sagt. They won't listen to a word I say, but this is what happened. Mary and I went out in the bog, picking berries for a pie. I heard a scream and turned right about. There was Judge Stanford out in the bog. He had Mary by the wrist and his face was all twisted up, evil-like. I ran to her, but his eyes went red and I felt weak all over. I woke up in the bog alone and ran home quick as I could. The sheriff was waiting for me, saying I was a witch. They held a trial and the judge, that dog, sentenced me to burn here. No one here will listen, but please find Mary. She's alive, I can feel it. My husband went looking for her, but he hasn't come back. Ja, der Ehemann ist ja leider mal im Sumpf ertrunken. Das tut mir sehr leid, dazu erzählen wir dir später was. In dem Reisig steckt etwas fest. Einfach so bekomme ich das nicht heraus. Wir müssen uns natürlich erstmal wieder Sachen sammeln. Im Namen des Gesetzes und mit der mir verliehenen Macht verurteile ich Margaret Brown, die Frau des Uhrmachers, hiermit zum Tode. Das Urteil wird auf dem Marktplatz ausgeführt. Mrs. Brown wird wegen Ausübung von Hexerei und mehrfachem Mord verurteilt. Richter Stanford. Ja gut, er hat es einfach, er hat einen Richtertitel, er kann andere verurteilen, obwohl er wahrscheinlich selber schuld ist. Dann gucken wir mal, ob wir die Nadel im Heuhaufen finden, aber die finden wir nicht. Können wir da weitergehen? Ja. Der Ton ist komplett verhärtet, wenn ich ihn aufweiche, kann ich die Heugabel herausnehmen. Achso, vorher können wir wahrscheinlich kein Heu holen. Ohne Gabel kein Heu. So, wir haben aber schon mal eine Säge und einen weiteren Zettel. Die Uhrmacherwerkstatt ist vorerst geschlossen. Ich bin im Sumpf, um Mary zu suchen. Ich hoffe inständig, meine Frau retten zu können. Uhrmacher Brown. Also war der Geist auf der Insel der Uhrmacher. Er muss diese Nachricht vor seinem Tod geschrieben haben. Ja, das ist leider ist es so. Gut, hier brauchen wir erstmal einen Schlüssel. Da oben nichts. Und hier müssen wir mal wieder was abschneiden. Okay, wir haben eine Säge. Komm schon, eine Säge schneidet auch. Na, will nicht. Und da müssen wir... Können wir da ein Loch reinmachen? Auch nicht. Aufschneiden? Auch nicht. Ja gut, da müssen wir noch... Moment, da lag was. Nee, okay, ist nur Deko. Ist ein Apfel. Das sieht wie ein leckerer Apfel aus, aber ohne die Hilfe meines geflügelten Freundes komme ich nicht heran. Und der ist leider noch versteinert. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir die passende Rune finden. Okay, ich habe eine Säge. Moment, kann ich darum sägen? Kann ich ihn sägen? Don't give me foolish ideas. She's a witch and a murderess. Er ist so voller Energie. Komm nicht auf dumme Ideen. Ja, das haben wir schon. Was mache ich denn mit der Säge? Huch. Na, hoppala. Na prima, alles ist ins Heu gefallen. Könnt ihr die Nadel im Heuhaufen suchen, aber mit einer Heugabel ginge alles viel schneller. Toll. Ja, wir haben Handbohrer, damit können wir das Fass erstmal aufmachen. Nun sollte ich das Fass bewegen können. Und ich kann die Heugabel nehmen. Sehr gut, danke für die Info. Ton ist aufgeweicht. Und hier haben wir eine Schere.
Wie schade, ich muss das schöne Buntglasfenster zerbrechen, wenn ich hinein will. Oh, echt jetzt? Das finde ich aber echt auch selber persönlich schade. Ich mag Buntglasfenster total gerne. Wollen wir das hier aufschnippeln? Okay, wir haben eine Angelrute. Toll. Was können wir denn damit machen? Ein Eisenhammer. Okay, hier mal ein paar Schraubenmuttern. Und für den Raben Futter. Dann kann der doch da mal. Nee, warte mal, wo war denn das? Ach, der Apfel, natürlich. So, bitteschön. Aber nicht selber essen. Vielen Dank. So, damit können wir nämlich erstmal das Pferd füttern. Können wir die Angelrute hier kombinieren? Nee, können wir nicht. Bitteschön. Oh. Jetzt kann ich den Beutel sehen, der am Hals des Pferdes hängt. Prima, wir haben eine Angelschnur. Und wir sägen mal den Griff ab. Was denn? Das ist doch für eine Müllschippe der Hand. Ah, ist egal. Okay, so, was müssen wir denn aufhämmern? Ach ja, natürlich, das Glasfenster. Schöne Glasfenster. Hm, bloß nicht zu viel. Da ist der Schlüssel. Ich muss nur irgendwie an ihn herankommen. Und angeln wir doch mal. Immer krass, mit welch einer Selbstverständlichkeit man in Wimmelbildern in andere Häuser geht und alles durchsucht. Und alles repariert natürlich. Verblüfft mich immer wieder. So, im Feuer könnte was versteckt sein. Hier ist auf jeden Fall noch ein Buch und wie wir gelesen haben gerade, geht es um Unsterblichkeit, glaube ich. Das Haus des Richters scheint leer zu sein. Sehr merkwürdig, dass sich der Schlüssel zum Haus innen befand. Das Haus ist voller merkwürdiger Dinge. Eine seltsame Statue, schreckliche Schalter, Geheimfächer, ein fast verbranntes Buch über Unsterblichkeit. Ja, doch richtig gelesen. Ja, hier fehlt noch was. Und hier oben. Sägen wir doch erstmal alles kaputt. Oh, die Leute haben immer so eine große Bücherei. Ich glaube, das ist kein normales Bücherregal. Der Richter von dem seltsamen Buch beim Kamin sprach. Mir ist so langweilig. Ich habe alle Bücher in meiner Bibliothek mehrfach durchgelesen, mein Freund. Du versprachst mir ein seltenes Buch. Nun bitte ich dich, es mir zuzusenden. So, das Buch ist ein Hebel. Ähnlichen Lesezeichen. Aha. Wow. Auch sowas. Und wir haben ein Wimmelbild. Ach du meine Güte. Ja, es ist ein bisschen überladen, aber es macht nichts. Wir werden uns da schon durchwimmeln. So, Bleistift, Muschel, Pistole und Käfer. Mhm, Bleistift. Klick einfach irgendwo. Und das, was über ist, das suchen wir dann. Pistole. Da muss irgendwas hin. Na gut, mein Plan geht nicht auf irgendwie. Ah, da haben wir den Kreis. Perle. Mitternacht. Na, komm schon. So, wir brauchen Südamerika. So. Dann brauchen wir jetzt noch einen Käfer und einen Knopf. Käfer und Knopf. Mhm, mhm, mhm.
Da ist der Käfer. Und hier ist der Knopf. Ach, den Bogenschützen brauchen wir ja auch noch. Nehmen wir den doch da oben. Und wir bekommen einen Siegelring. Damit kann man auf jeden Fall wieder was aufmachen. Schade, dass man da nicht nochmal reingucken kann. Tollen Schal. Und was ist das? In diesem Rahmen war einmal ein Spiegel. Aber warum? Ah, hier auch. Mit denen da drauf? Nee. Okay, dann gehen wir mal zurück zum Kamin. Das ist ja irgendwie... Nee. Das ist nicht. Das Amulett der Statue fehlt. Also ich muss sagen, es ist wirklich ein sehr seltsames Haus. So, da fehlt noch ein Hebel. Ich habe keinen einzigen. Siegelring. Aha. Fehlen noch zwei. Ja, den Globusschlüssel. Und wir finden natürlich die Hausbar. Ich könnte einen Eimer mit Wasser gebrauchen. Ich sollte das Eis schmelzen. Ja, nimm doch einfach mal mit. Pack mal in den Kamin. Und wir könnten auch noch ein Whisky. Okay, dann den kriegen wir nicht. Da oben fehlt ein Spiegel. Dann. Was machen wir denn mit dem Schal? Hebel. Amulett. Okay. Ach, guck mal, was ist denn hier? Die Luke verbirgt doch etwas dort unten. Ich muss sie irgendwie öffnen. Nimm noch einen Schal. Nee. Okay, das funktioniert nicht. So, wozu könnten wir den Schal gebrauchen? Da kommen wir noch nicht rein. Wir könnten ihn fesseln. Bringt aber nichts. Wie kommen wir denn an den Ring? Anzünden, aber... Naja, ich sag mal so. Könnte ungemütlich werden für die Witwe. Ist natürlich auch blöd, dass wir die Schere schon weggeschmissen haben. Aber ich muss sagen, mir gefällt die Kulisse total gut. Es ist nicht so wieder dieses olle Mittelalter. Es ist mehr so Wilder Westen-Flair und gefällt mir. Auch die erste Szene, wo wir den Gangster oder wo wir Emily retten mussten, fand ich auch mega. Einfach mal was anderes. Gut, bringt mich trotzdem nicht weiter, weil ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier weiter und so. Hier nicht die Eiswürfel da reinmachen. Okay, ich nehme mal einen Tipp. Da unten, oh, das habe ich übersehen. Eine Kohlenzange. Na, das ist doch praktisch. Will ich jetzt etwa Kohlen hier raus? Ja. Und die legen wir wahrscheinlich aufs Wasser. Da ist immer noch was drin. Dann können wir nochmal gucken? Nee. Na gut, dann schmelzen wir... Okay, wir schmelzen jetzt das Wasser mit der Kohle, die wir da gerade rausgeholt haben. Und werden somit den Kamin löschen. Prima. Dann fehlt jetzt nur noch hoch ein Siegelring. Und der ist ja bei der Hexe. Kohlenzange. Ach, vielleicht können wir den damit rausholen. Okay. Oh, das muss so schrecklich gewesen sein, auf so einem Scheiterhaufen zu stehen und nicht zu wissen, wie es weitergeht und eigentlich damit zu rechnen, dass jederzeit jemand kommen könnte und eine brennende Zigarette reinschmeißt. Ja, wirklich nicht schön, die Vorstellung. So, wir werden erstmal hier die Sachen... naja.
Bewege die Ringe auf ihre Abdrücke, klicke auf einen Ring, um ihn auszuwählen und dann auf ein Feld, auf das du ihn bewegen möchtest. Ach so. Aha. Soll ich denn hier vorbeikommen? Weil den kann ich ja nur dahin bewegen. Den kann ich gar nicht. Kann ich den? Ah, den kann ich dahin. Kannst du doch zurück? Den kann ich nicht bewegen. Den mache ich erstmal dahin. Okay, wir sind im Garten. Also im Garten Eden sind wir nicht. Dazu sieht es hier einfach nicht schön genug aus. Ich bin lange nicht mehr auf einen Baum geklettert. Vielleicht ist es besser, die Krähe, die Strickleiter losmachen zu lassen. Ja, die ist da oben. Aber wir haben noch kein Futter für die Krähe. Okay. Warum kriegen wir keine Belohnung? So, wir haben eine halbe Karte. Diese Wurzel ist so hart wie Stein. Ich benötige ein starkes Werkzeug. Ja, die Säge ist leider kaputt gegangen. Hier kann man nichts machen. Warum eigentlich nicht? Okay, zwei Augen haben wir. Ich gehe erstmal zurück, gebe der Statue mal ihr Amulett wieder. Jetzt kriegt die noch Augen. Ich kenne den Weg nicht und fürchte den Sumpf. Ich sollte mich nach einer Karte oder so umschauen. Ja, das machen wir ja auch gerade. Hier haben wir den Werkstattschlüssel zum Uhrmacher. Da gehen wir jetzt mal hin. Warum auch immer der Schlüssel dort ist. Werkstattschlüssel? Ach du, die Uhrmacherwerkstatt. Er scheint seine Arbeit plötzlich liegen gelassen zu haben. Ja gut, er liebt seine Frau. Nur den Rahmen können wir füttern. Dieser Spiegel müsste in den Rahmen in der Bibliothek des Richters passen. Ich muss ihn aus den Rahmen bekommen. Ja gut, das sollte ich lieber nicht machen. Ich mache doch alles kaputt. Da brauchen wir noch einen Hebel. Und wir haben hier ein Wimmelbild. Oh nein, ein Waschbär. Oh, der Arme. Oh, das ist ja gemein. Oh nee. Ja, das tut mir voll leid. Sollt dem armen Kerlchen helfen? Ja, auf jeden Fall. Lass uns mal. Oh. Hä? Achso. Oh Gottchen. Diese Zahlen wurden absichtlich hier notiert. 1, 3, 12 und 2. Okay. Knacker. Ich bin ja doch nicht paranoid. Die Eule beobachtet jeden meiner Bewegungen. Und da brauchen wir noch eine Münze. Oh, sieht aber trostlos aus. Eine goldene Nuss. Okay, hier, bitte. Ein Uhrknopf. Hier kann der rein.
Knöpfe müssen sicherlich in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. So, ich muss identische Vögel auf den Münzen finden. Na denn. Verdammt. Okay. Und das ist Schubladenemblem. Wir hatten doch irgendwo eine Reihenfolge. 2, 3, 11. Nee, 1, 3, 12 und 2. 1, 3, 12, 2. Wir haben noch ein Schubladenemblem. So, ein Fernrohr fehlt noch. Okay, wo kriegen wir das her? Was habe ich? Jetzt bin ich aus dem Bild raus. Eieiei, kleinen Moment. Gleich weiter. Das Fernrohr. Also, einen Schrank haben wir nicht. Tasche können wir nicht. Die Eule haben wir gemacht, hier haben wir gemacht. Wo habe ich denn Emblem übersehen? Ach, meine Leiste. Entschuldigung. So, jetzt haben wir das Fernrohr. Uiuiui. Ja, das müssen wir irgendwie rauskriegen. Da haben wir die halbe Karte. Da fehlt uns noch die Kombination. Das bekommen wir auch noch nicht auf. Okay, wozu könnten wir ein Fernrohr gebrauchen? Ah, nee, ist ja sowieso noch gar nicht fertig. Ach, verdammt. Da kommt der Spiegel rein. Den müssen wir rausholen. Und das bekommen wir auch noch nicht auf. Okay, ich werde mal weiterraten und nach der Lösung suchen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.